welches ist das beste Piano VST? Dazu treffe ich unseren VST-Experten Lukas Ruschitzka. Hi Lukas. Hallo Jörg, freut mich. Du hast ja einige Plugins schon getestet und auch Testberichte geschrieben für piano.de aus ganz verschiedenen Genres. Eigentlich müsste ja die Frage lauten, welches ist das beste Piano VST, für welchen Zweck? Weil denn so unterschiedlich sind die. Genau, also ich könnte jetzt, wenn du mich fragen würdest, was ist das beste Piano VST, da könnte ich jetzt keine Antwort drauf geben. Ich habe so viele angespielt und so viele getestet und es gibt sehr, sehr viele gute. Und ich unterscheide da immer so ein bisschen zwischen den Piano-VSTs, die in einer ganz bestimmten Richtung super funktionieren und super klingen, und den, ich sag mal, Allroundern, den Allround-Software-Pianos, die sehr aufwendig und sehr detailliert aufgenommen und produziert wurden und die man dann aber in verschiedene Richtungen drehen kann. Hast du denn generell ein Lieblings-VST, das du eigentlich immer gerne spielst? Also, ganz weit oben auf der Liste sehe ich hier zwei, und das ist auf jeden Fall einmal das Noir von Native Instruments bzw. von Galaxy Pianos. Und das andere ist eines der Vienna Synchron Pianos, und zwar der Steinway. Okay, da hast du ja schon wirklich, wirklich sehr, sehr gute Plugins genannt. Ich habe auch einige hier, die wir uns angucken wollen, und ich glaube, wir sprechen hier wirklich über die wirklich besten Piano VSTs, die es gibt. Zu dem Thema Intimate Piano Sound. Also für alle ist das sicher auch ein Hinweis auf das, was es hier zu hören gibt. Ich empfehle gute Kopfhörer, über den Laptop-Monitor wird das nicht gut klingen. Lukas hat sowas auf dem Kopf, auf den Ohren, einen Studio-Kopfhörer. Ich habe sowas in den Ohren, das ist ein In-Ear-Monitoring von Shure, das kann ich nur empfehlen. Denn wir reden tatsächlich jetzt hier über Feinheiten. Und ich glaube, darauf kommt es auch an. Bei einem Intimate Piano Sound. Das gibt es als Preset, irgendwie findet man das bei allen Piano VSTs. Und was ist eigentlich damit gemeint? Also für mich gibt es da zwei ganz wesentliche Faktoren oder zwei oder drei. Also einmal ist es auf jeden Fall der Grundsound von dem Piano, der stimmen muss. Mhm. Und dann zum zweiten ist es die Mikrofonierung. Also wie ist dieses Piano abgenommen? Stichwort Mikrofonie, da werden wir gleich auch noch was Schönes sehen. Ich habe zum Beispiel auf meiner Seite habe ich Piano Tech mitgebracht, das eine virtuelle Mikrofonierung mitbringt. Und das finde ich ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber wir haben ja einige Plugins, die wir uns anschauen werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich würde erstmal von dir, vielleicht kannst du mal spielen. Wie würdest du denn einen Intimate Piano Sound spielen? Wie klingt das für dich? Also ich kann ja mal das Noir hier anspielen. Das ist jetzt einfach nur mal, um das Instrument zu hören. Das ist jetzt so das Basic Pure Preset. Ja. Was man natürlich erstmal sieht es, dass ich sehr leise spiele. Also, dass ich nicht das Bedürfnis habe, da erstmal in die Tasten zu hauen, sondern dass ich da wirklich den Eindruck habe, ich möchte so mit dem Ohr am Klavier sein und so dann auch spielen. Alles klar. Es ist also eine Spieltechnik, eine Ausdrucksart auf dem Klavier. Das ist es erstmal. Und dann also das ist eigentlich die musikalische Seite erstmal, also die Ausrichtung, dass man etwas sehr, sehr weich und emotional spielt. Ne? Genau, und dann kann man natürlich mit dem Klang experimentieren. Wirklich auch so die ganzen Details wirklich auch mit Kopfhörern hier direkt auf dem Ohr zu haben. Und das funktioniert dann natürlich auch nur mit einem Instrument, was auch wirklich sehr detailliert und hochwertig aufgenommen wurde. Ja. Und da gehört Noir für mich auf jeden Fall dazu. Auf jeden Fall. Da konnte man ja auch viele, viele Details schon mitnehmen. Also das ist schon sehr, sehr fein. Also, aber ich finde, der Noir klingt auch wirklich ganz toll im Tonansatz schon. Das ist wirklich sehr, sehr weich, aber nicht dumpf, oder? Nein,
Ich finde auch, also es ist dieser Grundsound, der hat genau so eine, der ist so genau in der Mitte. Und was halt auch das Schöne ist, dadurch, dass der im Prinzip relativ neutral ist, der ist jetzt weder dumpf noch besonders hell. Und dadurch hast du die Möglichkeit, ihn in eine der beiden Richtungen zu bringen. Also ich kann das vielleicht mal demonstrieren. Ja, Jetzt hier. bitte. Hier haben wir zwei verschiedene Regler. Der eine Regler ist der Color-Regler und ich kann erstmal ganz normal spielen. Und jetzt drehe ich mal diesen Regler so ein bisschen nach rechts. Und jetzt merkt man, jetzt ist das Ganze deutlich heller, deutlich brighter. Da muss ich dann, da spiele ich dann auch sofort Okay, anders. Da spiele ich dann sofort irgendwie okay. Popklavier. Genau, aber geht Absolut, natürlich auch in die absolut. andere Richtung, den noch ein bisschen dumpfer zu bekommen, ist auch kein Problem. Okay, dann. Aber das braucht es für mich auf keinen Fall für den Intimidate Piano Sound. Deswegen, ich finde Ah. die Mitteneinstellung, damit fährt man schon ganz gut. Auf jeden Fall, weil eigentlich will man ja diesen sanften Ansatz im Ton haben, aber trotzdem soll es ja brillant klingen Genau. und offen. Es soll ja ein offener Klang sein und nicht wie bei einem Feldpiano, das ist so ganz auf dumpf gestellt. Ich habe mich diesem Thema auch genähert also über bestimmte Sounds, die ich schon gehört habe. Bei mir wäre das zum einen Bügge-Wesseltoff, den finde ich total super, so im Jazz-Ambient-Bereich könnte man sagen. Der spielt sehr ausdrucksstark, spielt nicht zu viel, so minimalistisch und hat einfach einen tollen Klang, den er zusammenbringt. Jemand anders wäre Ryuichi Sakamoto, den ich einfach großartig finde. Ist natürlich ein toller Filmmusikkomponist, aber er spielt ja auch seine Filmmusiken am Klavier. Da gibt es auch eine tolle Platte, die ich empfehlen möchte, Playing the Piano. Und die hat eigentlich diesen Sound, den ich da anstreben würde. Das ist einfach ein fantastischer, großer Flügel. Das hört man die ganze Zeit. Das ist minimalistisch gespielt, auch kein Ton zu viel in der Musik. Trotzdem hat es aber diese ganze tiefe Emotion seiner Filmmusiken. Das finde ich großartig. Ist ein tolles Album. Du hast mich vor ein paar Wochen drauf gestoßen und ich bin da auch erstmal total drin versunken, weil er halt auch einfach so interessant spielt. Er nimmt sich ganz einfache Motive und das sind teilweise wirklich sehr einfache und eingängige Melodien, aber da ist immer noch irgendwas dabei, so irgendwas, so ein Gewürz. Ob es Harmonik ist oder ob es dann in der Melodie noch irgendwas in eine andere Akkordfolge abdriftend ist so. Ja, das stimmt total, was du sagst. Der hat immer so eine Überraschung parat. Ein Beispiel. Also diese Wendung finde ich schon sehr schön. Würde man nicht damit rechnen. Das Kennst du stimmt. die Musik? Ich kenne es jetzt wirklich nur von dem Album. Ja, das ist die Filmmusik von Sheltering Sky, Himmel über der Wüste. Wunderschöner Film. Sehr 80er, kennst du wahrscheinlich nicht. Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, aber das kennst du bestimmt. Kennst du? Das ist Merry Christmas, Mr. Lawrence. Yes, Das 100 liebe Punkte. ich. Das liebe Ja, ich das ist wirklich. Und total schön. das ist halt auch diese. Kennt, glaube ich, jeder. Genau, diese Akkorde, die du da spielst, das sind ja alles. Also, ich als Jazzer kenne das als Moll-9-Akkorde. Aber wenn ich das Stück jetzt höre, dann denke ich überhaupt nicht an Jazz, sondern dann denke Nee. ich an Filmmusik, dann denke ich an Emotionen, die einfach diese Melodie rüberbringt. Ja, genau. Und das finde ich so fantastisch an diesem Album Playing the Piano. Das ist minimalistisch gespielt, wenn man so will. Da was schon eine tolle Kunst ist. Und das hat aber trotzdem diese komplette Emotionalität, diese emotionale Tiefe dieser Filmmusiken. Ja. Das finde ich total abgefahren. Das ist, finde ich, große Kunst.
Ja, super. Und dann finde ich dieses unheimlich schön. Das kennt man doch auch aus einem Film. Das ist Ich doch kenne es ich Babel kenne es oder nur. Babel. Der ist Ja, nicht siehst du, ganz ich so kenne es alt. nicht, du Ich kennst es. glaube, der ist von 2007 oder irgend sowas. Okay, Nicht habe ich ganz verpasst. 80er. Ja, er hat ja auch jetzt, wenn man jetzt weiter schaut, dann gibt es ja von 2015 The Revenant mit Leonardo DiCaprio. Weniger Klavier, aber tolle, tolle, tolle Soundscapes und Orchester. Und jetzt ganz kürzlich auf Netflix der Film Beckett. Und das sind so wirklich nur düstere Soundscapes. Absolut hörenswert, finde ich genauso so faszinierend wie die Klaviermusik. Ja, absolut. Gut, ich habe mich dann diesem Klang von Ryuichi Sakamoto natürlich irgendwie annähern wollen und bin dann natürlich auch beim Vienna Synchronpiano Yamaha CFX gelandet. Ich kann das mal kurz beschreiben, wie das eigentlich ging, so. Weil das hat von vornherein jetzt nicht unbedingt funktioniert, weil man sieht hier auch, ach, ich schalte dir das mal auf den Monitor, dass du das auch sehen kannst. Genau, das wäre super. Augenblick müsste jetzt kommen, alles klar. Ja. Also hier sieht man ja, da gibt es dann das Concert und das Intimate Preset. Und das habe ich dann genommen und versucht. Ja, kann man jetzt hören, dass das sehr, sehr großen Raum hat. Und man fühlt sich da jetzt nicht wirklich, oder vielleicht doch sehr allein in diesem riesengroßen Raum. Aber ich finde, es fehlt an dieser Intimität. Das Also man hört stimmt. diesen Raum halt, ne? Da würde mich jetzt wirklich interessieren, wie du da jetzt rangegangen bist. Also, was waren da deine ersten Tweaks, deine ersten Schritte? Also erstmal habe ich mir Gedanken gemacht über den Raum natürlich. Da bin ich in den Mix gegangen und die Besonderheit an den Synchronpianos ist ja, dass man diese Aufnahmestage, diesen riesengroßen Aufnahmeraum im Sample hat, aber gesondert. Also hier sieht man dann die Close-Mikrofonierung und man sieht den Room-Mix. Und diesen Room-Mix, den habe ich erstmal runtergezogen. Das klingt schon ein bisschen näher, aber jetzt ist hier immer noch der Reverb dabei und den habe ich auch ganz rausgezogen. Reverb komplett weg, verstehe. Ist vielleicht ein bisschen sehr trocken, also können wir wieder ein bisschen was dazugeben. Weil ein bisschen möchte man ja doch den Raum hören, also dass man den auch wahrnimmt, wenn man Akzent spielt, dass dann der Raum irgendwie dann doch noch so mitschwingt. Aber ich möchte den nicht vordergründig haben, sondern eigentlich ja eine gewisse Nähe. Jetzt ist mir der Klavierklang aber noch ein bisschen zu hell gewesen. Und da habe ich hier im Play-Menü, nein, Moment, das war im Edit. Dort gibt es diese Dynamikkurve und da habe ich dann das ein bisschen in Richtung Exponential gedreht, dass der weicher anspricht. Weil der Sound hat ein wunderschönes Pianissimo. Das ist in dem Sound drin. Das ist so detailreich aufgenommen und ich finde das Pianissimo von den Synchronpianos finde ich wahnsinnig. Das klingt unheimlich gut. Jetzt ist er nur ein bisschen leiser geworden, der Sound. Und das hole ich wieder auf, indem ich die Dynamik etwas kleiner mache, den Dynamikbereich einschränke. Also der Ausdruck ist da. Das klingt schon deutlich intimer jetzt dadurch. Das waren als war ja irgendwie ein schneller Tweak. Aber der funktioniert schon mal so für mich. Das stimmt. Und jetzt kannst du ja auch noch mit dem Room-Mix spielen, indem du guckst, wie weit Ja, möchtest du klar. den jetzt doch noch dazu fahren? Ja, klar. Das geht natürlich super. Und das ist hier auch wirklich eine geniale Sache, dass man da noch mal ein bisschen mehr geben kann. Jetzt hört man den wieder deutlich besser, ne?
Gut, so viel zum Thema Nähe und Raum. Und man hat, ich finde hier wirklich dieses immersive Klanggefühl. Das ist schon sehr, sehr nah. Trotzdem hat man diesen Raum, den man ganz toll hören kann. Das ist ein schöner Sound. Das ist schon mal für mich sehr gut. Dann habe ich mir das Pianotech vorgenommen. Und da haben wir ja eben schon gesagt, das Thema Mikrofonierung, virtuelle Mikrofonierung ist bei Pianotech ein besonderes Thema. Und da bin ich tatsächlich auch auf eine super, super Lösung gekommen. Das ist erstaunlich, wie ich finde. Ich kann dir das auch kurz mal zeigen. Da bin ich sehr gespannt. Pianotech ist ja auch einer der Klassiker unter den Piano-Plugins. Absolut, schon. Die sind ja schon sehr, sehr lange dabei. Es ist, in Besonderheit ist hier eben Physical Modeling, dass das Instrument nicht durch Samples zusammengesteckt wird, sondern es wird alles mit Algorithmen berechnet. So, da bin ich vom Steinway D, also ein Yamaha CFX haben wir hier leider nicht, aber eben als anderen großen Flügel schätze ich diesen Steinway D, diesen New York-Version davon. Und da habe ich mir dann rausgesucht ein Preset Player Wide, weil ich will ja diese Player-Position haben, dass jemand nah am Klavier sitzt und eben schon weit. Weit klingt für mich erstmal, wow, das klingt irgendwie groß. Und hier haben wir das Gleiche, also das Klangideal wird da schon erreicht, aber der ist sehr hell. Klingt schön aus, ist alles schön. Ich finde, das klingt eigentlich schon ganz intim. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber da auch hier habe ich an der Velocity-Kurve ein bisschen gedreht, einfach ein bisschen rausgenommen. Und dann ist das ganz toll hier im Voicing, da kann man die Hämmer weicher gestalten. Also wie eben ein Klaviertechniker am Klavier sitzt und die sticht, damit es weicher wird. Ich weiß gar nicht genau, wie das geht, aber ich kann hier für Piano, Mezzo und Forte kann ich bestimmen, wie der Klang sein wird. Und dann nehme ich einfach hier etwas raus und ich nehme auch bei den Spitzen etwas raus. Und dann habe ich ein schönes Pianissimo. Also der hat immer noch die Brillanzen. Und das Pianissimo ist wunderschön weich. Und um das noch rauszuholen, habe ich auch hier diesen Dynamics-Regler. Da nehme ich einfach ein bisschen weniger. Und dadurch werden die leisen Anteile lauter. Man kann damit super geil leise spielen. Ja, dass du hiermit die Eigenschaft der Hämmer anpassen kannst. Das sind natürlich Möglichkeiten, die du bei einem anderen Instrument, wo wirklich einfach ein Klavier aufgenommen wurde, natürlich nicht hast. Da kommst du da nicht weiter. Dann bist du eben, ja, dann kannst du froh sein, dass du so ein Synchronpiano hast, das so wahnsinnig auflösend aufgenommen ist, dass das Pianissimo so irre so irre auflöst, ne? Das ist schon wirklich gut dann. So, aber Thema Mikrofonierung, das ist wirklich ein Ding an Pianotech. Das ist ein bisschen klein, kannst du das gut sehen eigentlich? Ich kann das erkennen. Sonst kann ich die Auflösung noch mal ein bisschen größer machen. So, probieren wir Ja, es so mal ist es so. schon besser auf jeden Fall. So, jetzt sieht man hier den Flügel mit den Mikrofonen. Und jetzt habe ich hier einmal schon zwei Stereomikrofone. Also, die sind verbunden als Stereopaar und auch diese hier. Und die ziehe ich jetzt einfach mal weg. Und positioniere die, mache daraus so Raummikrofone. Vielleicht auch ein bisschen höher. Um das mal zu hören, mache ich den Hall mal aus. Ich gehe nochmal hier raus und schalte den Reverb. Jetzt ist es ganz trocken. Und jetzt gehen wir hier in die Mikrofone. Ich stelle die nochmal hier ganz nah an das Klavier. Und jetzt ziehe ich die weg. Das ist natürlich der Wahnsinn. Das heißt, du kannst wie ein
wie ein Toningenieur das auch machen würde, wenn er ein richtiges Klavier aufnimmt. Genau. Kannst du jetzt hierhin hergehen und kannst experimentieren, Genau. welche Mikrofonierung für dich am besten klingt. Und hier geht es nur um diese ganz kurzen Raumreflexionen. Und da kann ich auch hier diese Mikrofone auch nochmal auseinanderziehen, um das noch breiter zu machen. Das ist natürlich der Wahnsinn. Und noch mehr weg. Und das ist schon auch ein Unterschied. Also was Pianotech auch wirklich dann gut macht, ist, es gibt diese Delay-Kompensation, die ist automatisch eingebaut. Also man würde das mit Delays dann eben entsprechend kompensieren. Und ich mache das mal aus und dann hört man auch gleich diese Delays da drin. Man hört dann gleich so eine Raumverzögerung. Ich mache das noch mal extremer und ziehe diese Mikrofone noch weiter weg. Und dann klingt es so boomy irgendwie schon. Und normalerweise würde man da jetzt Delays nehmen, um das entsprechend das Originalsignal vorzuverzögern. Aber hier kann man das mit per Knopfdruck eben wegmachen. Und dann hat man alles wieder phasensynchron gelegt. Darum geht es ja. Und hat jetzt dieses ganze Stereo, dieses Stereo-Image in diesem Sound ganz perfekt eingestellt. Und das finde ich irgendwie, es ist noch weiter auseinandergezogen, es klingt noch räumlicher. Und wenn ich jetzt dazu noch das Reverb nehme, dann, das war ja jetzt nicht da, dann habe ich jetzt einen richtig riesengroßen Raum dahinter, den ich vielleicht auch noch ein bisschen kleiner machen würde. Also etwas weniger von dem Hall und weniger Hallzeit. Es ist schon wirklich sehr wenig. Und so kommen nur die Akzente durch. Und trotzdem sitzt man ganz nah am Flügel. Ist klasse, oder? Es klingt wirklich sehr realistisch. Also es sind Nuancen, das darf man nicht vergessen, ne? Aber Da es fühle klingt ich schon mich mal sehr direkt gut. schon wie auf dem Piano-Album. Ja, es sind tolle Möglichkeiten. Gut, dann habe ich noch ein anderes Plugin mir angeguckt. Das ist das Ivory, das eigentlich das älteste, der Klassiker überhaupt unter den Piano-VSTs. Und ich finde, das ist nach wie vor richtig, richtig gut. Und Ein gehört zu den Synthogy. Piano-Plugins oder Piano-Libraries, die ich noch nie angespielt habe. Also ich habe ja wirklich mir die Ehrlich? meisten angeschaut, aber Ivory aus der kompletten Ivory-Reihe noch keines. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie das klingt und wie du das spielst. Da habe ich das American D genommen. Ja, ganz klarer Flügel. Aber auch hier muss man ein bisschen dran drehen. Und das habe ich genauso mit der Dynamikkurve gemacht, dass wir uns eher im Pianissimo-Bereich befinden. Also es reagiert sanfter. Und da gibt es hier so einen Parameter Key Noise, da bin ich darauf aufmerksam geworden. Und der erzeugt nochmal Nähe, weil das so diesen Bassbereich Ja klar, wenn du näher am Instrument dran bist, dann hast du natürlich auch mehr von diesen mechanischen, diesen Nebengeräuschen auf dem genau. Ohr. Das Genau. Das kann man auch hier alles einstellen.
Die Dynamic Range auch hier sollte man etwas kleiner gestalten und holt das ganze Ding ein bisschen näher ran. Das funktioniert sehr gut. Wir können die gleich nochmal, ich habe eine Session vorbereitet, wo ich noch ein paar kleine Tweaks gemacht habe an EQs und so weiter. Aber da können wir die wirklich mal im Vergleich hören. Ja. Das finde ich auch sehr spannend. Ich würde jetzt von dir gerne noch wissen, würdest du noch ein anderes Plugin in die Waagschale bringen wollen? Wir haben schon gemerkt, wir sind hier auf hohem Niveau. Ja, also ich habe auf jeden Fall noch eines im Gepäck und das ist schon ein paar Jährchen älter, aber gehört trotzdem auf jeden Fall zu meinen absoluten Favorites. Und bevor ich Noah entdeckt habe, war das für mich jahrelang so mein Allround-Piano, mit dem ich, finde ich, eigentlich alles machen kann. Ich spiele es einfach mal so an. Also du, Ja, lass hören. warte mal, ich zeige dir noch mal den Bildschirm. Also das ist das Galaxy Vintage D und soweit ich weiß, stecken da auch die gleichen Leute dahinter, die auch Noir gemacht haben. Ich spiele es einfach mal an. Das hat, finde ich, auch einen ganz tollen Grundsound. Und das Schöne, was mir an dieser Oberfläche auch so gut gefällt, ist, dass ich habe schon hier so ein paar Optionen, aber es sind jetzt nicht so viele, dass sie einen überfrachten. Und vor Ja, allem sind stimmt. ein paar dabei, mit denen man sehr klare Soundveränderungen direkt mal machen kann. Und zwar sowas wie Listening Position. Hier kann ich nämlich auswählen, ob ich den Klaviersound aus der Perspektive des Spielers hören möchte oder vom Publikum aus. Ah, Und cool. das können wir das vielleicht mal im Vergleich hören. Ich spiele mal hier was. Also jetzt sind wir bei Player. Ich schalte nochmal zurück, damit wir mal im Vergleich hören. Genau, das ist die eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, den Flügel virtuell auf und zu zu machen. Jetzt ist er ganz geöffnet und ich kann ihn jetzt auch halb schließen oder vollständig schließen. Ja, da hört man, jetzt klingt er so ein bisschen gedämpfter dadurch. Ja, absolut. Genau, also das gehört auf jeden Fall zu meinen All-Time-Favorites unter den Klavier-Plugins, weil das Schöne ist auch, ich kann diesen Sound sehr gut an meine eigenen Bedürfnisse anpassen. Also allein auch hier wieder durch diesen Color-Regler, den wir eben in Noir schon gesehen Ja. Ja, ganz klar, ganz klar. Und hier kann ich dann auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und kann zum Beispiel Warmth, kann hier so ein bisschen Wärme reintreten. Das hört man auch ganz schön. Ja, absolut, das bringt sehr viel. Gefällt mir wahnsinnig gut, dieses Super. Plugin. Da spiele ich total gerne mit. Klasse Sound. Der erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an das Ivory, das ich eben schon mal angespielt habe. Thank you.
Ja, funktionieren auch super zusammen, die beiden Pianos. Sehr schön. Ich glaube, was noch aussteht, ist so ein, ja, ein Vergleich. Also ich könnte das mal machen hier. Ich habe da ein Beispiel, das ist ein Klavierstück von Ravel, das ich gerade lerne. Ja, super, bin ich sehr gespannt. Ich lege mal los mit, also mit meinem Favoriten. Das ist das Vienna Synchron. Also das finde ich, wenn es um Detailreichtum geht, finde ich das einfach grandios. Jetzt Pianotech. Bis zum Abheben oder Aufsetzen der Dämpfer wieder. Das Pedalgeräusch hört man sehr deutlich. Ja, Das ist ja auch was, was du einstellen kannst. genau. Das ist alles. Das sind jetzt meine Intimate-Versionen. Da habe ich das alles ein bisschen verstärkt, dass also diese ganzen Geräusche gut rüberkommen, dass das Pedal sehr, sehr nah auch wirkt. Dass man quasi in diesen Tonraum vom Piano reinhören kann. So, jetzt Kontakt The Noir. Boah, das fand ich schon wahnsinnig schön. Also vor allem diese leise Passage. Da geht das wirklich in der Dynamik sehr weit runter. Toll. Fantastisch. Und dann auch diese Bis, ganzen Nebengeräusche. bisher hat das mir jetzt am besten gefallen, muss ich sagen. Und sehr klar trotzdem im Klang. Das fand ich Ja. total super. So, Ivory. Ich habe mich einmal verspielt, aber ich glaube, das können wir gelten lassen. Auf jeden Fall. Klingt auch toll. Klingt auch toll. Also wie eben schon Wirklich. gesagt, so ein etwas kerniger Sound, aber trotzdem, der kann da immerhin noch mithalten. Also was das Detailreichtum angeht, glaube, da ist das Synchronpiano und das Noir
Wirklich, wirklich ganz vorneweg. Ja, aber ich glaube, alle Pianos, die wir jetzt gehört haben, spielen auf jeden Fall auf der höchsten Liga von dem, was es im Moment so gibt. Das würde ich auch sagen, ja, absolut. Alles klar. Gut, ja, dann können wir das wirklich so stehen lassen. Wir haben tolle Pianos gehört und die kann man wirklich empfehlen, wenn es um den Intimate Piano Sound geht. Wenn man ein immersives Klangerlebnis haben möchte vom Instrument, von dem Klangraum, wenn man schöne Details hören will und wirklich auf den Sound abfahren möchte, dann kann man diese Instrumente wirklich empfehlen. Ich finde die toll. Alle. Absolut, wirklich jedes auf seine Weise sehr empfehlenswert.